Morgen, den 21.03.2016, veranstaltet Apple mal wieder ein Special Event, auf dem sie voraussichtlich auch neue Produkte vorstellen werden. Und es gab natürlich in der letzten Zeit auch viele Gerüchte und diese möchte ich in diesem Video einfach nochmal kurz zusammenfassen und euch meine Meinung dazu geben, ob ich glaube, dass wir diese Produkte morgen sehen werden oder eher nicht. Aber alles weitere wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Anfangen möchte ich gerne mit einem Gerücht, welches sich festgebissen hat in der Technik-Szene wie kein anderes Gerücht. Und zwar das Gerücht um ein 4 Zoll iPhone, welches auf Basis des iPhone 5S ist, aber die Hardware vom iPhone 6S hat. Und genannt werden soll dieses iPhone, haltet euch fest, iPhone 5 SE. Und ganz ehrlich, Apple, was denkt ihr euch dabei? Ich finde diesen Namen absoluten Müll. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir kennen ja von Apple, dass die mit der Namensgebung sich ab und zu mal ein bisschen verrennen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses iPhone kommen wird, denn es gibt einige User, ich kenne auch viele, die sagen, mir ist so ein 4,7 Zoll iPhone oder sogar ein 5 Zoll iPhone viel zu groß und sie möchten so ein kleines 4 Zoll kompaktes Gerät. Und wenn die dann die Möglichkeit haben, ein so kompaktes Gerät zu kaufen, welches aber die gleiche Hardware oder vergleichbare Hardware wie das iPhone 6S hat, dann ist das doch auf jeden Fall super. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Apple das wirklich bringt. Und ich traue ihnen auch zu, dass sie diesen miserablen Namen dafür benutzen. Und ich bin einfach mal gespannt, wie die das Ganze vermarkten wollen. Preislich soll das Ganze bei $450 etwa losgehen. Und es wird auch mal wieder eine 16 GB Version geben, was ich auch ziemlich blöd finde. Ziemlich cool finde ich jedoch die Idee mit dem iPad Air 3, beziehungsweise es soll ja doch ein iPad Pro mit 9,7 Zoll werden. Da verstehe ich auch wieder nicht, was sich Apple mit den Namen denkt. Wenn die jetzt jedes iPad zu einem iPad Pro machen, da können die auch einfach alle iPad nennen. Jedenfalls das iPad Air 3, wie ich es jetzt nennen werde, soll ein 4K-Display haben, welches aber weiterhin mit 9,7 Zoll auflöst und dementsprechend ziemlich scharf wäre. Und ich finde das ziemlich cool, weil so allmählich könnte man schon beim iPad auch mal wieder ein paar mehr Pixel auf das Display bringen, damit man noch besser irgendwelche grafikaufwendigen Sachen besser machen kann. Und dazu soll es dann auch noch eine 12-Megapixel-Kamera geben, mit der man dann auch 4K-Videos aufnehmen kann und diese dann entsprechend auch direkt auf dem iPad schneiden kann, was einfach den Workflow deutlich verbessern sollte, wenn man überhaupt auf einem iPad dann filmt und schneidet. Ich würde trotzdem meinen Computer bevorzugen, aber das ist eine andere Geschichte. Für Multimedia sollen dann ebenfalls wie beim großen iPad Pro 4 Lautsprecher angebracht werden, also an jeder Seite ein Lautsprecher. Und das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, weil dann wären die Lautsprecher natürlich nochmal besser und man hätte noch mehr Spaß, wenn man mal ohne Kopfhörer irgendwas schaut. Und zu guter Letzt soll dann natürlich auch der Smart Connector an dem iPad sein. Das heißt, dass man dann auch dieses Smart Keyboard von Apple über diesen Anschluss mit diesen drei Punkten anschließen kann. Und Drittanbieter-Zubehör wird es dann mit der Zeit auch noch mehr geben. Das heißt, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Preislich finde ich das Ganze aber nicht cool. Das iPad wird zwar mit 32 GB angeblich starten und es wird keine 16 GB Version mehr geben, aber das iPad soll einen Grundeinstiegspreis von $599 bekommen und das sind einfach mal über $120 mehr als bisher und das ist in meinen Augen schon ziemlich kritisch. Aber wenn man im Hinterkopf behält, dass der Speicher dann trotzdem doppelt so groß ist wie bei der Grundausstattung vom iPad Air 2, dann geht das schon in Ordnung. Aber man muss halt insgesamt mehr investieren, um sich ein iPad leisten zu können. Und da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Außerdem bin ich auch skeptisch, was Apple jetzt mit einer neuen Apple Watch will. Es gibt einige, die sagen, Apple bringt eine Apple Watch 2. Und dann gibt es welche, die sagen, Apple bringt nur neue Kombinationen der Apple Watch, also vielleicht eine neue Gehäusefarbe oder neue Armbänder und dazu vielleicht noch ein etwas überarbeitetes Betriebssystem mit neuen Funktionen. Und ganz ehrlich, das kann ich mir mehr vorstellen. Die Sache ist, für eine komplett neue Apple Watch gibt es einfach überhaupt keine Gerüchte und bei Apple ist es einfach mittlerweile so, dass
Produkte eigentlich nur kommen, wenn wirklich Gerüchte dazu da sind. Und es gibt einfach keine Gerüchte zu einem Modell mit einem neuen Design, mit neuen Specs und so. Und deswegen glaube ich nicht, dass Apple eine komplett überarbeitete Apple Watch 2 auf den Markt bringen wird, sondern nur neue Versionen davon, also eine neue Gehäusefarbe und neue Armbänder. Und dafür spricht auch, dass es in einigen Stores schon diese Banner gibt. Und auf denen ist eine Apple Watch-Kombination drauf mit einem Armband, welches offiziell noch gar nicht existiert und noch nicht auf dem Markt erhältlich ist. Und das spricht einfach schon dafür, dass einfach nur neue Kombinationen dazukommen. Und was jetzt irgendwie mit der Software gemacht wird, ob da was Neues kommt, da bin ich mal gespannt, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Denn ebenso sollte dann Apple auch im Laufe der Keynote noch ankündigen, dass iOS 9.3 demnächst irgendwie mal verfügbar wird. Denn bisher ist ja nur die Beta verfügbar. Davon gab es jetzt auch 7 Stück. Ich habe ja auf meinem iPhone auch die Beta 7 davon installiert. Aber die offizielle Version für alle Nutzer da draußen, die gibt es ja noch nicht. Und die Keynote wäre schon ein super Zeitpunkt, um das anzukündigen. Und da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass Apple in dem Zuge dann auch einfach noch ein kleines Update mit neuen Funktionen für die Apple Watch anbieten wird. Aber das waren jetzt so die Gerüchte, welche mir über den Weg gelaufen sind. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was wir morgen auf der Keynote alles sehen werden, was ihr hofft, was wir sehen. Und ja, das war's eigentlich, was ich von euch wollte. Genau, so schreibt es einfach mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und außerdem findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link zum Livestream der Keynote. Den bietet Apple selber an und da könnt ihr dann die Keynote live verfolgen und dann direkt sehen, was so Neues kommt. Aber natürlich werde ich auch für die Leute, die sich nicht die Zeit nehmen können, 1,5 bis 2 Stunden an den Keynote zu gucken, für die werde ich natürlich dann auch schnellstmöglich noch eine kurze Zusammenfassung machen. Aber das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video auch wieder vorbei. Bis dann. Ciao.